Wenn wir mal richtig aufdrehen, wenn wir ordentlich Wellen machen und unsere Professoren hochspannende Experimente zeigen, dann ist bei uns Campustag. Hier kannst du dich über alle Studiengänge der Hochschule informieren. Du lernst nicht nur die Professoren und Studierenden kennen, du erlebst auch, was die hier so alles entwickeln. Das soll ein R2D2 darstellen. Also momentan sieht er noch nicht aus wie ein R2D2. Wir haben jetzt erstmal die Elektronik gemacht und später kommt noch das Gehäuse drumherum. Und ja, das wird ferngesteuert über Bluetooth mit einem PlayStation 3 Controller. Ja, und momentan ist es eher so eine Art Süßigkeitenspender. Solche Projektarbeiten sind typisch für unsere Hochschule. Dieser Würfel zum Beispiel kann auf einer Ecke balancieren. Michael Meindl hat ihn als Studienarbeit entworfen und dabei viel gelernt. Anwenden kann man das dann durchaus woanders auch. Man kennt es zum Beispiel von den Segways, das sind ähnliche Prinzipien. Und jetzt läuft auch hier an der Hochschule ein Projekt, wo man versucht, ein Fahrrad zu entwickeln, das keinen Ständer mehr braucht, sondern wenn man es dann abstellt, von alleine balancieren kann. Das sind ähnliche Prinzipien, die man da anwendet, wie hier bei diesem Würfel. Unsere angehenden Kulturjournalisten haben gleich ein ganzes Fernsehstudio aufgebaut. Hier kannst du dir anschauen, wie ein Livestream entsteht. Die Viertsemester, die die Regie machen und die Interviews führen, führen Interviews mit uns Sechssemestern über unser Praxissemester, was wir gerade fertig gemacht haben. Mit einem gläsernen Studio machen sie es so, dass Studieninteressierte dann auch sehen, wie so die Technik abläuft. Das ist also nicht nur der Inhalt, den wir erzählen, sondern gleichzeitig auch sehen sie die Technik, wie es funktioniert und was man halt macht und lernt. Unsere Professoren und Studienberater beantworten dir alle Fragen. Und unsere Studierenden erzählen dir aus eigener Erfahrung, was dich hier erwartet. Wir hatten zum Beispiel im ersten Semester einen CAD-Kurs und technisches Zeichnen. Also es hilft dann auch später weiter, wenn man im Unternehmen mal mit der Konstruktion zu tun hat, dass man da einfach das Verständnis dafür hat. Jetzt im ersten Semester hatten wir Mediengestaltung, wo wir mit verschiedenen Adobe-Programmen gearbeitet haben. Und jetzt im zweiten Semester haben wir zum Beispiel Interface-Design, wo sich das Ganze dann noch mehr auf Webseiten spezialisiert. Zusätzlich gibt es auch jede Menge Mitmachaktionen. Zum Beispiel kannst du versuchen, eine Brücke ganz ohne Werkzeug zu bauen. Und auch wenn das mal nicht auf Anhieb klappt, wissen unsere Studierenden ganz genau, was man später mit dem Studium so alles machen kann. Ich kann im Endeffekt berechnen Brücken, Häuser, alles in diesem statischen Bereich. Ich kann allerdings auch in die Trinkwasserversorgung gehen, habe mich auch mit Wasser beschäftigt, kann auch Wassernetze irgendwie aufbauen. Und ich kann auch berechnen Ampelschaltungen zum Beispiel, kann Straßenzüge umbauen, so in diesem verkehrlichen Bereich. Spannende Einblicke und umfassende Infos rund ums Studium. Und das aus erster Hand. Das ist der Campustag. Am besten du kommst einfach vorbei. Alle Infos und Termine findest du unter www.hs-karlsruhe.de/campustag.